Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based Podcast, der Podcast der Computerspielschule Stuttgart und der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg. In dieser Folge möchten wir uns mit der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz beschäftigen. Dafür habe ich hier im Interview Michael Terhörst und Isabel Rausch Jaromilek. Ich hoffe, ich habe alle Namen richtig ausgesprochen. Super. Genau. Wir hatten ja jetzt schon in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder mit verschiedenen Institutionen wie auch der USK zu tun oder auch PolitikerInnen, die verschiedene politische Strategien angesprochen haben, was das Thema Gaming angeht. Dafür würde ich vielleicht Sie, Herr Terhörst, direkt fragen, möchten Sie uns vielleicht beschreiben, welche Funktion genau denn die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz hat und was ihre Aufgaben sind? Also das Ziel der Arbeit der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, oder kurz BZKJ, ist es, Kindern und Jugendlichen ein sicheres Aufwachsen mit Medien zu ermöglichen. Um das zu erreichen, verfolgen wir verschiedene Ansätze, die wir dann wiederum miteinander kombinieren. Und zwar einmal gibt es Indizierungsverfahren, in denen geprüft wird, ob ein Medium als jugendgefährdend einzustufen ist und deshalb indiziert werden muss. Erwachsene dürfen die Medien weiter nutzen, aber Kinder und Jugendliche, die dürfen indizierte Medien nicht mehr nutzen, beziehungsweise dürfen ihnen nicht mehr zugänglich gemacht werden. Ein weiterer Ansatz, den wir verfolgen, das sind die sogenannten verpflichtenden Vorsorgemaßnahmen. Da ist es so, dass die BZKJ Vorsorgemaßnahmen, zum Beispiel bei großen Social-Media-Plattformen oder anderen relevanten Online-Angeboten, kontrolliert, die entsprechend bereithalten müssen. Die Maßnahmen richten sich immer nach dem speziellen Angebot. Hier gibt es zum Beispiel Meldesysteme, sichere Voreinstellungen, Elternbegleitungstools und so weiter. Und die BZKJ berät die Anbieter dann bei Nachbesserungsbedarf und kann im Zweifel dann bei Verstößen auch hohe Bußgelder verhängen. Dann gibt es noch das dritte Standbein, und zwar ist es so, die BZKJ fördert die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes. Da gibt es unter anderem Förderprogramme, die eingerichtet werden und ganz wichtig die Vernetzung von relevanten Akteurinnen und Akteuren. Hierbei werden alle möglichen Themenfelder behandelt, die besondere Relevanz haben. Schwerpunktthemen aktuell zum Beispiel sexualisierte Gewalt und Belästigung online oder Gefährdung von der Demokratiefähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Am Ende des Tages ist es so, dass diese Ansätze natürlich alle nicht alleine für sich funktionieren, sondern im Zusammenspiel. Und im Ergebnis sollen die Gefahren für Kinder und Jugendliche bei der Mediennutzung so weit, wie es nur irgendwie geht, reduziert werden. Aber das ist ganz wichtig, ohne sie am Ende des Tages davon auszuschließen, diese Medien zu nutzen. Gerade die, die für sie besonders wichtig sind. Im Sinne der Kinderrechte, da gibt es einen sogenannten Dreiklang aus Schutz, Befähigung und Teilhabe. Und das sind dann die Grundsätze, an denen die BZKJ ihre Arbeit am Ende des Tages dann auch ausrichtet. Ja, super. Was mich bei den Recherchen, also welche Frage bei mir aufkam, war, wir hatten ja, wie gesagt, schon eine Folge mit der USK und die hat sehr, sehr ähnliche Aufgaben. Und da wollte ich fragen, inwiefern wird da zusammengearbeitet und inwiefern unterscheiden sich diese beiden Institutionen voneinander in der Wirkungsweise? Ja, es gibt ein paar Überschneidungen mit der USK bzw. dem Arbeitsbereich der USK. Die ist ja zuständig im Bereich der Alterskennzeichnung. Das heißt, da werden dann Alterskennzeichen vergeben von 0 bis 18, was dann insbesondere im Gaming-Bereich wichtig ist für den Verkauf. Die Indizierung hat eine abweichende Zielrichtung, und zwar geht es hier um Werbe- und Verbreitungsverbote. Damit Kinder und Jugendliche nicht mit Medien, jetzt in dem Fall an Games, in Kontakt kommen, die für sie gefährdend sein können. Und gefährdend, das ist auch schon hier genau das Stichwort. Und zwar ist es so, dass die Gremien der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien bei der BZKJ, die überprüfen, ob eine Jugendgefährdung vorliegt. Bei der USK, da geht es um Entwicklungsbeeinträchtigung und dann, je nachdem wie beeinträchtigend etwas ist, wird dann halt 0, 6, 12, 16 oder 18 vergeben. Im Bereich der Jugendgefährdung, also bei der Arbeit der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien, da gibt es nur dann die Frage, ob eine Listenaufnahme erfolgt oder nicht. Im Falle von einer Listenaufnahme haben wir diese weitreichenden Verbote für Kinder und Jugendliche. Aber am Ende des Tages geht es dann darum, ob eine Gefährdung vorliegt und nicht bloß eine Beeinträchtigung. Ja, indiziert werden kann nur, wenn noch kein Kennzeichen vergeben ist. Das heißt, wenn die USK zum Ergebnis gekommen ist, wir vergeben hier eine 16 oder 18 zum Beispiel, dann kann keine Überprüfung für die Prüfstelle für jugendgefährdende Medien mehr erfolgen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass bereits bei der USK-Prüfung geschaut wird, ob eine Jugendgefährdung vorliegt oder nicht. Und nur, wenn die USK bzw. die ständige Vertretung bei der USK sich sicher ist, hier haben wir keine Jugendgefährdung, dann kann auch ein Kennzeichen vergeben werden.
Wenn mal der Fall eintreten sollte, dass die USK sich nicht ganz sicher ist, liegt eine Jugendgefährdung vor, ja oder nein, dann besteht sogar die Möglichkeit eines sogenannten Zweifelsfallsverfahrens. Und zwar ist es so, dann kann die USK sich an die BZKJ wenden und uns den Fall übersenden und dann gibt die BZKJ eine Stellungnahme ab. Das heißt, die Gremien gucken sich das Ganze an, überprüfen, liegt eine Jugendgefährdung vor oder nicht. Und wenn keine Jugendgefährdung vorliegt, dann kann dann entsprechend, wird das an die USK so zurückgemeldet und dann kann dann entsprechend auch ein Kennzeichen vergeben werden. Darüber hinaus gibt es natürlich diverse Kooperationen, die wir mit der USK haben, um eben genau diese Frage zu beleuchten, wann eine Jugendgefährdung vorliegen könnte, wann sie sicher anzunehmen ist und wann aber auch nicht. Und ist das dann bezogen auf alle Medien? Also prüfen Sie sozusagen Bücher, Filme, Serien, Games oder was ist dann noch alles in diesem Spektrum dabei? Ja, wir überprüfen grundsätzlich alles. Allerdings ist es so, dass wir für eine Überprüfung darauf angewiesen sind, dass eine sogenannte Antrags- oder Anregungsberechtigte Stelle das Ganze bei uns einreicht. Das ist zum Beispiel der Zoll, die Polizei, Verfassungsschutz, aber auch Schulen, Jugendämter und so weiter. Die übersenden uns das Ganze und sagen dann, ja, schaut euch das mal bitte an, hier könnte eine Jugendgefährdung vorliegen. Ja, und dann geht das Ganze bei uns ein und wir schauen erstmal, liegt hier vielleicht eine Offensichtlichkeit vor oder nicht. Es ist so, wir haben zwei verschiedene Arten von Gremien. Einmal ein vereinfachtes Verfahren, da sitzen drei Personen drin und dann gibt es auch das Regelverfahren mit 12. Offensichtliche Fälle, die gehen dann in dieses vereinfachte Dreiergremium. Als Beispiel, da haben wir in der Regel Fälle von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Dann gibt es noch das 12er-Gremium. Das ist einmal, setzt sich zusammen aus einer Person aus der BZKJ, die hat dann den Vorsitz. Darüber hinaus sind dann weitere Expertinnen und Experten mit dabei. Das sind zum Beispiel Personen aus dem Bereich der Filmwirtschaft, aus Verlagen, Kunst, Kultur, Kirchen und so weiter. Und das ist möglichst pluralistisch besetzt und dann setzt man sich gemeinsam hin und schaut, ob eine Jugendgefährdung vorliegt und führt auch die weiteren Prüfungsschritte im Bereich der Grundrechteabwägung durch. Ja, und was wir da haben, das kann die ganze Bandbreite darstellen, die es an Medien gibt, also vom Buch übers Game, die CD, die Blu-ray. Das sind natürlich jetzt die Medien, die wir schon lange kennen. Jetzt natürlich viel, viel relevanter. Das wird immer relevanter, alle digitalen Dienste, die man sich vorstellen kann. Also alle Online-Angebote, Apps, alles, was es da gibt. Und dementsprechend, die Bandbreite da wird immer größer und dementsprechend wird unser Prüfspektrum auch immer breiter. Und wir überprüfen dann die Sachen, die bei uns eingereicht werden. Und haben Sie vielleicht ein aktuelles Beispiel von etwas, was, oder ich weiß nicht, ob Sie darüber reden dürfen, was gerade eingereicht wurde und was geprüft wird? Oder vielleicht ein schon abgeschlossenes Prüfverfahren, worüber man reden darf. Ja, das ist gar nicht so einfach, sich da jetzt einen Einzelfall rauszupicken, eben weil wir so eine gigantische Bandbreite haben in dem, was wir prüfen. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, also vom Buch bis hin zur App kann halt irgendwie alles überprüft werden. Und dementsprechend gibt es da einfach jede Menge Fälle, die besonders spannend und besonders relevant sind, auch für den Kinder- und Jugendmedienschutz. Ich kann da an der Stelle empfehlen, wir haben eine behördeneigene Zeitschrift, heißt BZKJ aktuell und da ist der sogenannte öffentliche Listenteil abgedruckt. Das heißt, da kann man sich dann anschauen, was alles auf der öffentlichen Liste, also auf diesem öffentlichen Index drauf ist. Noch kurze Erläuterung, es gibt einen öffentlichen, einen nicht öffentlichen Listenteil. Bei dem öffentlichen Listenteil ist es so, da steht im Prinzip alles drauf, weil man davon ausgeht, dass das keine negativen Auswirkungen für den Kinder- und Jugendschutz hat, eben wenn man das veröffentlicht. Sodass wir das dann hier in regelmäßigen Abständen entsprechend auch veröffentlichen können. Ja, dann vielleicht noch ein bisschen zur Rahmung, um sich das Ganze besser vorstellen zu können, wie was überhaupt auf den Index kommt. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir haben diese Gremien, die sich aufstellen mit allen möglichen Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Verbänden und dann haben wir noch Länderbeisitzende. Und die Prüfung kann man sich im Groben so vorstellen. Als ersten Schritt, da wird geschaut, liegt eine sogenannte Jugendgefährdung vor. Ja, also liegt ein sogenannter Tatbestand der Jugendgefährdung vor. Da gibt es alles Mögliche von Gewalt über Anreizen zum Rassenhass, über Suizid, sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Die Bandbreite da ist so gigantisch, wie eben es auch Medien gibt. Und dementsprechend findet dort dann die erste Überprüfung statt. Der zweite Schritt, in dem Fall, in dem die Jugendgefährdung angenommen wird, da wird dann überprüft,
Wie sieht es denn aus mit den Grundrechten der Verfahrensbeteiligten? Das muss immer noch erfolgen. Und zwar ist es so, dass wir auf der einen Seite ja die grundrechtlich geschützten Belange des Jugendschutzes haben, auf der anderen Seite aber natürlich auch die, die Grundrechte der Verfahrensbeteiligten zu berücksichtigen haben. Da gibt es verschiedenste, die dann relevant sind, also insbesondere die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die Religionsfreiheit. Und da müssen wir eine Abwägung treffen. Auf der einen Seite die Belange des Jugendschutzes, auf der anderen Seite die Grundrechte der Verfahrensbeteiligten. Und dann im Rahmen dieser Einzelfallprüfung müssen wir abwägen, was überwiegt denn jetzt hier? Und nur, aber wirklich nur in dem Fall, in dem man zu dem Ergebnis kommt, dass jetzt hier im Einzelfall die Belange des Jugendschutzes überwiegen, nur dann kann eine Listenaufnahme, also eine sogenannte Indizierung, dann auch erfolgen. Wenn wir jetzt mal uns den Bereich Games anschauen, da ist die Zahl mittlerweile verschwindend gering im Verhältnis zu den Gesamtzahlen. Also wenn man sich anguckt, das war vor einigen Jahren noch ganz anders, aber heutzutage, bis da ein Game indiziert wird, da muss auf jeden Fall schon ordentlich was gegeben sein, sowohl auf Tatbestandseite, also bei der Frage der Jugendgefährdung, als auch im Rahmen der Abwägung mit den Grundrechten. Da gibt es mittlerweile relativ hohe Hürden, damit es überhaupt zu einer Indizierung eines Games kommen kann. Darüber hinaus ist auch noch wichtig, wenn mal was indiziert wurde, es bleibt jetzt nicht zwingend für immer drauf. Es ist so, dass in turnusmäßigen Abständen das Ganze dann auch überprüft wird, ob die Voraussetzungen für so eine Listenaufnahme noch vorliegen oder nicht. Und darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit für Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber, Listenstreichungsanträge zu stellen. Die können sich dann an uns wenden und wir überprüfen dann erneut, ob die Voraussetzungen noch vorliegen oder ob jetzt zum Beispiel das Game auch wieder vom Index runterfliegen kann und dementsprechend nicht mehr den Beschränkungen unterliegt. Der klassische Weg ist dann oder wäre dann in so einem Fall, dass man dann zu USK geht und sich als nächstes ein Kennzeichen holt, weil ja eben festgestellt wurde, dass keine jugendgefährdende Wirkung mehr gegeben ist. Und um nochmal zu den Gremien zurückzukommen, eine vielleicht etwas kritischere Frage, aber etwas, was vielleicht Leute beschäftigt. Sie haben ja gerade gesagt, dass auch Vertreter der Kirche mit in diesem Gremium sind. Wieso? Ja, also welche Institutionen bzw. Verbände mit dabei sind und Gremienmitglieder entsenden, das richtet sich nach dem Jugendschutzgesetz. Die sind dort gelistet und dementsprechend besteht dann die Möglichkeit, dass entsprechende Verbände dann Personen entsenden, die dann im Gremium als Mitglied fungieren. Und ich habe vorhin schon gesagt, da gibt es ein ganz breites Spektrum an Verbänden, die da mit dabei sind. Und unter anderem, wie Sie gerade auch angesprochen haben, die Kirche und jüdische Glaubensgemeinschaften. Ja, das sind wie alle anderen Beisitzenden auch sehr wertvolle Mitglieder dieses Gremiums, die auch einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel häufig mit reinbringen. Und das ist eben auch die Idee des Gremiums, dass entsprechend das so plural besetzt ist und dementsprechend dann auch die Fragestellungen, die wir haben im Kinder- und Jugendmedienschutz, dann auch aus allen relevanten Blickwinkeln am Ende des Tages dann auch beleuchtet werden können. Und ja, deswegen sind wir ganz froh, dass wir auch Vertreterinnen und Vertreter eben aus diesen Religionsgemeinschaften dann bei uns im Gremium sitzen haben. Man darf auch nicht ganz vergessen, die Entscheidungen, die getroffen werden, also wenn eine Indizierung erfolgen soll, dafür benötigt man eine Zweidrittelmehrheit im Gremium. Das bedeutet, 8 von 12 Gremiumsmitgliedern müssen für eine Listenaufnahme votieren, damit ein Medium überhaupt aufgenommen werden kann. Ja, und wie gesagt, insbesondere im Rahmen der Diskussion sind wir da sehr, sehr dankbar für den Input, der von allen möglichen Seiten kommt, von allen Verbänden und auch von den Länderbeisitzenden, um am Ende dann zu einem Ergebnis zu kommen, das dem Kinder- und Jugendmedienschutz dient. Ja, schön. Und wie ist das denn jetzt, wenn der Unterschied zwischen, wenn ein Antrag gestellt wird auf ein Medium, das jetzt aus dem Ausland kommt oder eins, das aus Deutschland kommt? Weil ich stelle es mir jetzt sehr schwierig vor, wenn jemand sagt, Netflix oder TikTok oder so, diese Firmen, da ist ein Inhalt, der ist gefährdend, die Sitze von diesen Firmen sind nicht in Europa. In Deutschland stelle ich mir das einfacher vor, auch gerade wenn man die Bundeszentrale ist, wie ist da so der unterschiedliche Workflow und auch die Einflussnahme auf solche großen Unternehmen? Ja, das ist eine ganz spannende Frage und zwar in vielerlei Hinsicht. Das betrifft große Unternehmen, große Gaming-Plattformen und so weiter. Ich gehe jetzt mal hier insbesondere auf die Indizierung ein. Das hat aber auch in anderen Arbeitsbereichen von uns große Relevanz.
Wenn man sich das jetzt im Detail anschaut, Sie haben einen Streaming-Dienstanbieter genannt, wir können die Gaming-Plattform da auch noch mit reinnehmen. Da ist für uns erstmal wichtig, liegen vielleicht Alterskennzeichen vor. Also hat die FSK oder die USK, die FSK, die macht das ja bei Filmen, das ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, die USK entsprechend im Gaming-Bereich. Wenn da Alterskennzeichen schon vergeben sind, dann kann ja keine Indizierung mehr erfolgen, dementsprechend werden wir an der Stelle dann raus. Unser Job ist es am Ende des Tages, Einzelfälle zu bewerten, ob eine Listenaufnahme zu erfolgen hat oder eben nicht, also Jugendgefährdung plus diese Abwägung der Grundrechte. Für die weitere Durchsetzung ist dann die Kommission für Jugendmedienschutz, KJM, zuständig, die in Kooperation mit den Landesmedienanstalten die Rechtsfolgen von Indizierungen online durchsetzt. Ja, dementsprechend hat es für uns dann im Rahmen dieser Prüfung, ob eine Jugendgefährdung vorliegt oder nicht, gar nicht die größte Relevanz, ob jetzt was im Inland oder Ausland vorliegt, weil eben allein die Frage Listenaufnahme oder eben nicht die ist, die wir am Ende beantworten müssen. Und wie sind denn, also ich stelle mir jetzt ein Prüfverfahren bei einem Spiel, das veröffentlicht wurde, sehr viel anders vor als bei einem Buch oder bei einem Film, einfach weil es da wahrscheinlich mehr Sachen zu beachten gibt. Sie haben ja jetzt auch vorhin gesagt gehabt, dass es da verschwindend wenig gibt beim Gaming, die dann indiziert werden oder immer weniger. Wie genau ist denn da die Unterscheidung? Das ist eine sehr schöne Frage. Und zwar ist es so, dass alle Medien spezifische Besonderheiten haben. Und die gilt es natürlich zu berücksichtigen, damit wir dem Ganzen dann entsprechend auch gerecht werden können. Das heißt, bei Games zum Beispiel gibt es viele Aspekte, die es zu berücksichtigen gibt. Das gilt für die Frage der Jugendgefährdung, aber auch bei der Abwägung der Belange des Jugendschutzes mit den Grundrechten der Verfahrensbeteiligten. Wenn man sich das anschaut, die Jugendgefährdung vor 20, 30 Jahren, war die Spruchpraxis, die Prüfsteller generiert haben, noch deutlich strenger. Mittlerweile, auch wir lernen dazu, haben wir eine andere Studienlage und auch eine andere Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, sodass mittlerweile die Spruchpraxis da deutlich liberaler geworden ist. Das heißt, auch bei der Frage der Jugendgefährdung kommen erstmal mehr oder weniger alle Tatbestände in Betracht, weil die Bandbreite in Games ja auch gewaltig ist. Ist das dann sowas wie früher, wenn man, ich sage jetzt mal, Pixelblut gesehen hat, dass das früher ganz, ganz, ganz schlimm war und jetzt halt es nicht mehr so schlimm angesehen wird? Ja, es ist noch viel schlimmer. Früher im Bereich des Gamings, also man denkt an sowas wie diese Arcade-Games, also diese kleinen Raumschiffe, die dann irgendwie 3-4 Pixel groß waren und entsprechend dann ein paar Pixel abgeschossen haben. Und das sorgte damals für einen Aufschrei in Deutschland. Da sind wir heute jetzt ein bisschen weiter und haben dementsprechend auch natürlich ganz andere Maßstäbe. Mittlerweile haben wir Spieletesterinnen und Spieletester, die sich entsprechend alles vorher anschauen. Wir haben Gutachterinnen und Gutachter, die dann das Gremium darüber in Kenntnis setzen, was wir genau hier haben und dementsprechend das Ganze auch so präsentieren, dass am Ende eine Entscheidung auf einer vernünftigen Grundlage getroffen werden kann. Ja, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel einen Shooter, was uns da so beschäftigt. Hier gibt es viele Fragen, zum Beispiel, ob eine Verrohung vorliegt oder vielleicht eine Gewaltverherrlichung. Und da gibt es viele Details zu begutachten und auch deren Zusammenspiel. Also handelt es sich zum Beispiel um First- oder Third-Person-Shooter? Ist das Szenario realistisch? Kämpft man gegen Menschen oder irreale Wesen? Wenn die Menschen irreal sind oder die Wesen irreal sind, handelt es sich um Zombies oder sind es irgendwelche Fabelwesen? Wie menschenähnlich sind sie? Welche Möglichkeiten des Tötens gibt es? Gibt es Overkill-Möglichkeiten? Wie kann man im Game vorwärts kommen? Also nur durch Töten oder gibt es auch Alternativen? Wie ist die Storyline? Gibt es Multiplayer-Möglichkeiten, Chats, Teamspeak, andere Kommunikationsmöglichkeiten? Also Sie sehen die Bandbreite an Fragen, die es da zu stellen gibt, die ist riesig. Und das sind jetzt nur die, die mir gerade spontan einfallen. Das sind noch viel, viel mehr. Und dementsprechend gibt es da eine ganze Menge zu berücksichtigen bei der Frage am Ende des Tages, ob eine Jugendgefährdung vorliegt oder nicht. Und selbst wenn eine Jugendgefährdung angenommen wird, heißt es noch nicht zwingend, dass es auf den Index am Ende kommt, weil es gilt ja auch noch abzuwägen mit den Grundrechten der Verfahrensbeteiligten. Und hier ganz besonders relevant im Bereich der Games ist die Kunstfreiheit. Weil Games fallen zumindest in der Regel unter den Kunstbegriff des Grundgesetzes und genießen dementsprechend dann auch einen besonderen Schutz. Das heißt, wir müssen dann wieder abwägen, auf der einen Seite die Kunstfreiheit und auf der anderen Seite Belange des Kinder- und Jugendschutzes.
Auch hier gibt es wieder tausend Faktoren. Ich nenne jetzt nur mal als Beispiel die grafische Gestaltung, das Gameplay, die Story und so weiter. Und am Ende müssen wir dann halt eine Einzelfallentscheidung treffen, ob es zu einer Listenaufnahme kommen soll oder nicht. Weil nur dann gelten eben entsprechend auch diese Rechtsfolgen der Indizierung, die gelten dann für Kinder und Jugendliche. Nicht für Erwachsene, habe ich glaube ich eingangs schon mal erwähnt, aber Kinder und Jugendliche gilt es dann an der Stelle dann durch eine Indizierung bzw. durch die Rechtsfolgen von einer Indizierung zu schützen. Aber wie kann man das dann differenzieren? Also wie kann man denn Sachen nur für Erwachsene bewerben und nicht für Kinder und Jugendliche? Ich habe immer das einzige Beispiel, früher, wo es noch Videotheken gab, das ist der ab 18-Bereich, da waren dann die Horrorfilme drin und andere Sachen. Aber mir fällt jetzt spontan im Fernsehen oder im Internet keine Möglichkeit ein, das jetzt krass zu selektieren, wer was angezeigt bekommt. Ja, früher waren das tatsächlich dann die Videotheken mit dem Vorhang, wo man sich als Kind dann mal gefragt hat, was könnte bloß dahinter sein? Und so kann man sich das tatsächlich im Groben auch ganz plastisch darstellen. Das heißt, wenn es jetzt was gäbe, was indiziert ist, dann wäre jetzt ein Verkauf unter der Ladentheke aus Sicht des Kinder- und Jugendschutzes völlig in Ordnung. Das klingt zwar erstmal irgendwie ziemlich illegal, ist es aber nicht. So, jetzt ist natürlich so, Videotheken gibt es zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht mehr so viele. Ich persönlich kenne keine und dementsprechend ja heute natürlich viel relevanter. Die Frage ist, wie ist das Ganze online? Und hier gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, das Ganze auch im Sinne des Kinder- und Jugendmedienschutzes auszugestalten, und zwar durch sogenannte geschlossene Benutzergruppen. Ja, hier gibt es am Anfang, muss es dann wirksame Altersverifikationssysteme geben, sodass dann sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche da nicht hinterkommen und dementsprechend auf die Inhalte, die dahinter versteckt sind, und auch nicht zugreifen können. Also zum Beispiel ja, sogenannte einfach pornografische Angebote. Da genau, muss nur sichergestellt sein, dass Kinder und Jugendliche da keinen Zugriff drauf haben. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn das Ganze zum Beispiel eine strafrechtliche Relevanz hat und dementsprechend dann ja auch nicht mehr, also nehmen wir zum Beispiel den Bereich der sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen, also Kinder- oder Jugendpornografie, das dürfte natürlich auch nicht in geschlossenen Benutzergruppen angeboten werden, sondern ist generell illegal. Gehen wir jetzt wieder zurück zu den Fällen, in denen geschlossene Benutzergruppen möglich sind. Da wäre es dann zum Beispiel auch denkbar, dass dann, egal jetzt auf Browser-Ebene oder auch zum Download, dass dann zum Beispiel Games entsprechend bereitgehalten werden können und ja, entsprechend auch konsumiert werden können, aber eben dann nur von Erwachsenen. Und wir hatten es ja gerade von wirksamen Altersverifizierungen. Wie sieht das denn aus? Weil es gibt sehr viele, also jeder kennt das irgendwie, wenn man auf eine Seite geht, da steht, bist du schon 18? Ja, nein. Wenn du auf Ja klickst, bist du halt drin. Wenn du auf Nein drückst, gehst du weg und kannst die Seite nochmal neu laden und dann kommst du wieder drauf. Das ist jetzt keine wirksame Altersverifizierung. Ja, das ist wohl wahr. Also dieses klassische Are you over 18? Yeah. Yes, no. Dürfte wahrscheinlich in der Geschichte des Internets kaum jemanden aufgehalten haben, dann diese Seite zu besuchen. Und da steht natürlich auch kein wirksames Altersverifikationssystem da. Ja, also das im Bereich, wir sind jetzt hier wieder im Bereich der Rechtsdurchsetzung, das heißt eigentlich nicht mehr im Bereich der BZKJ, die ja für die Bewertung zuständig ist. Wenn wir uns jetzt Altersverifikationssysteme anschauen, da gibt es verschiedene Methoden, wie die ausgestaltet sein können oder auch müssen, um entsprechend wirksam zu sein. Die Bewertung, ob eins wirksam ist und dementsprechend, ob man das so nutzen kann und nutzen sollte, das kann durch die KJM erfolgen, durch die Kommission für Jugendmedienschutz, beziehungsweise es gibt auch Selbstkontrolleinrichtungen nach dem sogenannten Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Auch da finden sich einige Regelungen dann, wie der Kinder- und Jugendschutz dann online aussehen sollte. Ich gehe jetzt immer nicht zu tief ins Detail, aber es besteht auf jeden Fall auch die Möglichkeit, das Ganze so zu nutzen, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr darauf zugreifen können. Es wird nicht von allen Anbieterinnen und Anbietern genutzt. Es wäre aber wünschenswert, weil wir dann genau das hätten, was unser Ziel ist, dass Kinder und Jugendliche eben vor sie gefährdenden Inhalten geschützt werden und auf der anderen Seite aber Erwachsene weiterhin darauf zugreifen können. Ich weiß nicht, ob Sie damals schon gearbeitet haben oder vielleicht von Kolleginnen und Kollegen das gehört haben, aber damals, als diese ganze Killerspiel-Debatte so präsent war in der Politik, im Fernsehen die ganze Zeit, so, ich sage jetzt mal, in den späten 2000ern, Anfang 2010ern, wie war das denn dann? Ich stelle mir das als sehr große Mammutaufgabe damals vor, diese Gratwanderung von was ist gefährdend, was nicht. Sie haben ja auch schon gesagt, es hat sich weiterentwickelt, aber haben Sie vielleicht irgendeinen Erfahrungsbericht, wie das damals war?
Ja, ich persönlich war selbst damals noch nicht dabei. Ich saß eher selbst vor dem PC. Ich glaube, das war dann insbesondere die Zeit der Amokläufe, ich glaube 2008, wo es ja Zeitraum davor und dahinter diverse Amokläufe an deutschen Schulen gab. Klar ist, dass solche schrecklichen Ereignisse natürlich immer dann auch gesellschaftliche Debatten entfachen und dann eine Ursachenforschung erfolgt oder vielleicht auch erfolgen muss, welche Faktoren denn Auswirkungen auf die Psyche von jungen Menschen haben können, die entsprechend dann ja so abdriften können bis hin zu Amokläufen. An der Stelle gilt es natürlich, dann erstmal ja tief durchzuatmen und in Ruhe dann zu bewerten, was tatsächlich verstärkende Faktoren sein können und was aber auch nicht. Und ja, ich hatte schon eingangs erwähnt, heute sind wir nicht mehr jetzt im Bereich der reinen Abschirmung, sondern Ziel heute ist es, eine geschützte Teilhabe zu ermöglichen, mit dem Ziel, dass Kinder und Jugendliche genau die für sie relevanten Medien dann auch konsumieren können. Aufgrund von neueren Studienlagen sind wir da entsprechend auch weiter und entsprechend nicht mehr so streng, haben da auch was dazugelernt. Dass es damals bestimmt schwierig war, das Ganze zu beurteilen, wie gesagt, ich war selbst noch nicht mit dabei, kann ich mir aber auch gut vorstellen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir diese Herausforderung auch heute noch haben und heute vielleicht in noch größerer Bandbreite. Ja, das heißt, wir haben heute neue Phänomene und Tatbestände, wie zum Beispiel jetzt ja, die Thematik der Demokratiegefährdung. Also, wo haben wir Inhalte, die so eine Wirkung auf Kinder und Jugendliche haben können, dass sie sich von den elementarsten Grundfesten unserer Verfassung entfernen können? Auch das sind jetzt Problemstellungen und Herausforderungen, die wir heute haben und die wir entsprechend auch angehen. Der Online-Bereich ist riesig. Das heißt, die Abgrenzung davon, was jugendgefährdend ist und was nicht, dafür brauchen wir dann Tatbestände, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und da müssen wir immer schauen, wir haben Studienlagen, gesellschaftliche Entwicklung, wir haben die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen und so weiter und so weiter. Und all das muss mit in die Bewertung einfließen, ob am Ende des Tages eine jugendgefährdende Wirkung von einem Medium ausgeht oder eben nicht. Sie sind ja jetzt für Kinder und Jugendliche zuständig und Sie haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, Erwachsene sind für sich selber zuständig, was ja klar ist, weil mit meiner Volljährigkeit geht man davon aus, dass ich gut genug reflektieren kann. In der Praxis wissen wir ja jetzt, dass das nicht wirklich immer der Fall ist. Gibt es denn vom Bund, dass es da eine Art Hilfsangebot gibt oder eine Kontrollempfehlung oder sowas, die sich gerade für vielleicht auch junge Erwachsene, die aber eben nicht mehr unter diese und Kinder und Jugendlichen zählen, fallen. Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, aufgrund der sehr großen Bandbreite. Deswegen ja, gibt es alle möglichen Aspekte, die da große Relevanz entfalten können. Also wir haben auch noch jetzt zum Beispiel die Thematik Rassenhass, Diskriminierung, NS-Verherrlichung. Das ist auch ein riesiges und breites Spektrum. Deswegen ist eine spezifische Beantwortung gar nicht so einfach. Viele Angebote gibt es. Es gibt viele Initiativen, gerade jetzt, wenn ich an den Online-Bereich denke, zum Beispiel HateAid, wo es eben darum geht, gegen Hass im Netz vorzugehen. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Im Zweifel können wir entweder selbst unterstützen oder weiter vermitteln. Ich glaube, Frau Rochelle-Meck kann da bestimmt auch nachher noch mehr zu erzählen, wie der ganzheitliche Ansatz der BZKJ sich hier zeigt. Und noch ein letztes unangenehmes Thema, das ich ansprechen möchte. Es ging ja auch gerade um das Thema Kinder- und Jugendpornografie. Ist das dann darauf bezogen, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche in Filmen oder in Spielen zu sexuell dargestellt werden? Oder reden wir wirklich schon von sexuellen Handlungen, die da stattfinden? Wie kann man sich das vorstellen? Und wo ist da auch die Grenze zu sagen, okay, das ist jetzt trotzdem nicht Kinder- und Jugendgefährdend? Das ist tatsächlich ein sehr sensibler Bereich mit einer unglaublich herausfordernden Thematik. Auch hier ist die Bandbreite riesig. Wir haben von Darstellungen in Games über aufreizend dargestellte Kinder, Jugendliche in Filmen bis hin zu sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen, also bis hin zu realen Vergewaltigungen, haben wir hier eine riesige Bandbreite. Die Maßstäbe, die wir anlegen, da haben wir einmal das Strafrecht in den Paragraphen 184a folgende, die behandeln insbesondere die Tiergewalt, Kinder- und Jugendpornografie, also die sexuelle Gewalt, die da entsprechend dargestellt wird. Dann gibt es noch Posendarstellungen nach dem Jugendschutzgesetz. Es gibt auch noch ja, den Tatbestand der sogenannten Unsittlichkeit. Das ist dann in der Regel eine Verknüpfung von Gewalt und Sexualität. Und ja, das sind entsprechend die Maßstäbe, die wir dabei anlegen bei der Frage, ob eine jugendgefährdende Wirkung davon ausgeht oder nicht. Wir haben hier
extrem hohe Fallzahlen, die immer weiter steigen. Und diese Gesamtthematik kann natürlich nicht von uns alleine gelöst werden, sondern hier haben wir diverse Kooperationen. Wir haben zum Beispiel eine Übereinkunft mit dem BKA, mit Jugendschutznet, mit ECO, das ist der Verband der Internetwirtschaft, und der FSM. FSM ist die freiwillige Selbstkontrolle der Multimedia-Diensteanbieter. Das heißt, wir haben ja einmal die sogenannten Internetbeschwerdestellen. Es finden hier Treffen statt in regelmäßigen Abständen, um gemeinsam zu schauen, wie man noch besser zusammenarbeiten kann, um gemeinsam so viel Schutz wie möglich zu erreichen, indem man die jeweiligen Stärken der Akteurinnen und Akteure im Kinder- und Jugendschutz sich zunutze macht. Und haben Sie die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, je nachdem, aus welchem Land das Medium kommt, kulturell bedingt, was ist okay, was nicht, jetzt nicht bezogen auf nur auf Kinder- und Jugendmedienschutz, sondern auch auf Gewalt oder Nacktheit? Also spontan fällt mir ein, ich kann mir vorstellen, dass in den USA ein gewisser Nacktheitanteil sehr viel kritischer gesehen wird als zum Beispiel in Deutschland. Ja, absolut. Die Standards sind hier tatsächlich sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn wir uns jetzt Altersklassifikation bzw. ein Age-Rating im Ausland angucken, da, wenn wir jetzt als Beispiel die USA nehmen, da wird Gewalt dann häufig weniger problematisch angesehen als zum Beispiel Nacktheit oder Sexualität. Das wiederum ist dann quasi einmal umgekehrt dann in Mitteleuropa. Besser oder schlechter, darüber will ich gar nicht reden. Das ist einfach dann eine Frage auch des kulturellen Backgrounds. Das gilt zum Beispiel auch für den Bereich von Mangas. Da haben wir dann noch andere, ganz andere Diskussionen, die dann da geführt werden und dementsprechend auch divergierende Ergebnisse bei der Frage, wie entwicklungsbeeinträchtigend oder vielleicht auch jugendgefährdend Inhalte dann auch sind. Wie würden Sie sagen, ist Deutschland im Vergleich zum Ausland aufgestellt, was diese Schutzmechanismen, Prüfungen angeht? Weil so das, was ich jetzt bisher gehört habe, würde ich sagen, wir sind da sehr viel besser aufgestellt als viel im Ausland, weil, wie Sie sagten, manche haben diese Prüfstellen vielleicht gar nicht. Ja, die unterschiedlichen Staaten verfolgen hier auch verschiedene Ansätze. Diese Indizierungsarbeit, wie wir sie machen, die ist, denke ich, international einmalig. Es gibt es auch schon relativ lang, seit 1954 gibt es diese Liste jugendgefährdender Medien und dementsprechend ist das ein schon jetzt langer Prozess, den wir haben mit einer Spruchpraxis, die sich immer wieder weiterentwickelt und dementsprechend auch was, ja, wo wir auf sehr viel Erfahrungsschatz zurückgreifen dürfen. Es gibt international auch jetzt einige Ansätze, zum Beispiel den DSA, den Digital Services Act, und ich glaube, am Ende des Tages verfolgen hier alle mehr oder weniger das gleiche Ziel, also Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, dass sie die für sie relevanten Medien am Ende des Tages sicher nutzen können. Und der Digital Service Act, ist das eine Kooperation der europäischen oder der EU-Länder? Ja, der DSA, der Digital Services Act, ist eine EU-Verordnung und das Ziel ist am Ende des Tages, verschiedene Plattformen bzw. große Anbieterinnen und Anbieter zu regulieren. Es wird dann differenziert noch zwischen sogenannten VLOPs, also Very Large Online Platforms, und kleineren Anbietern, die aber immer noch relativ hohe Nutzendenzahlen haben. Ich spreche jetzt mal nur von dem Bereich Kinder- und Jugendschutz. Generell, der DSA hat viele spannende Ansätze, aber im Kinder- und Jugendschutz ist die Idee, eine gewisse Harmonisierung herzustellen, beziehungsweise auch einen Schutz auf europäischer Ebene zu haben, der das ganze Level anhebt und nach vorne bringt. Ich möchte jetzt aber gar nicht vorgreifen, weil ich glaube, meine Kollegin Isabel Rauscher-Rollimek kann da gleich ganz toll noch was zu erzählen. Nur noch ganz kurz vielleicht noch, es gibt viele Ansätze, insbesondere auch im Bereich der Anbietervorsorge, die wir bereits verfolgen, und die finden sich jetzt auch entsprechend im DSA wieder, was uns natürlich freut, weil wir hier auch schon auf einen gewissen Erfahrungsschatz noch zurückgreifen können. Ja, gerne. Also wir können auch gerne an Sie weitergeben, wenn Sie möchten, wenn Sie da direkt anschließen wollen. Ja, dann übernehme ich gerne. Also die Vorsorgemaßnahmen, die haben wir gerade schon angesprochen, die sind eben zum einen im Jugendschutzgesetz geregelt und dementsprechend auch seit dem Inkrafttreten eine unserer Arbeitsgrundlagen. Also wir überprüfen die Einhaltung. Wir sind aber genauso dafür zuständig, den Kinder- und Jugendmedienschutz weiterzuentwickeln. Und das machen wir unter anderem eben im Dialog mit den Anbietern, und das sind die großen Plattformen, die internationalen Plattformen, die Plattformen, die Kinder und Jugendliche regelmäßig und maßgeblich nutzen. Das sind aber auch die Akteurinnen des Kinder- und Jugendmedienschutzes, das sind WissenschaftlerInnen. Also wir bringen sozusagen alle zusammen an einen Tisch. Das machen wir im Rahmen eines Formates, das heißt Zukunftswerkstatt. Da sprechen wir mit Ihnen zu verschiedenen Themen. Also zum Beispiel ein Schwerpunktthema, das wir gerade bearbeitet haben bisher in diesem Jahr, ist sexuelle Gewalt und Belästigung im digitalen Raum.
Da hatten wir drei Veranstaltungen, zwei digitale Veranstaltungen und dann eine Veranstaltung in Präsenz. Und da sind dann die Akteurinnen und Akteure alle zusammengekommen und haben sich unter anderem in Workshops mit den Anbietern darüber verständigt, wo sind denn da gerade noch Schutzlücken? Also was macht ihr zum Beispiel, wenn ihr eine Meldung zu einem unangemessenen Inhalt erhaltet oder wenn ihr eine Meldung darüber erhaltet, dass sich ein Kind Jugendlicher belästigt fühlt in eurem Dienst? Wie geht ihr damit um? Wie schnell reagiert er? Gibt es eine Rückmeldung an das Kind, den Jugendlichen? Was passiert dann weiter? Verfolgt ihr, wer das gewesen ist? Und alles das wurde sehr konkret in diesen Workshops ja, auf den Tisch gebracht. Und die Expertinnen und Experten haben da auch ihre Sichtweise reingebracht, auch nochmal Hinweise gegeben, was sie zum Beispiel aus ihrer täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mitbekommen, was passiert denen da, was sie vielleicht nicht zu Hause den Eltern sagen, was sie auch nicht melden, aber was einfach beobachtet wird. Und die Anbieter nehmen da auch sehr viele wichtige Anregungen und Hinweise für sich nochmal raus, wo sie konkret ansetzen können, um entsprechend noch was nachzusteuern oder zu verbessern oder an welchen Stellen sie auf Hilfs- und Beratungsangebote zum Beispiel verweisen können. Nicht versteckt irgendwie auf der dritten Unterseite der AGB irgendwo, sondern sehr zentral in dem Bereich, wo die Kinder und Jugendlichen eben vielleicht auch mit was Unangemessenem konfrontiert wurden. Also in der Richtung sind wir immer im Austausch mit den Anbietern darüber, wie sie ihre Dienste noch verbessern und ja, im Sinne des Kinder- und Jugendmedienschutzes sicherer machen können. Und wie ko gut kommt man denn an diese Anbieter ran? Weil ich kann mir vorstellen, dass einfach nur als Beispiel ein amerikanischer Anbieter sagt, okay, ich scheiß jetzt drauf, was die in Deutschland für Vorschläge haben und ziehe mein Ding durch, weil ich habe eh so eine gute Marktstellung. Ich muss das jetzt gar nicht beachten. Wie gut ist da die Kooperation? Wie gut kommt man an die ran? Also die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir an die relevanten Plattformen schon sehr gut rankommen. Also wir haben dann sehr regelmäßigen Austausch und sie müssen sich ja trotzdem auch an das, was hier als Rechtsgrundlage gilt, halten. Also sie sind einfach hier auf dem deutschen Markt aktiv. Und dementsprechend haben die auch in der Regel, das ist zumindest die Erfahrung bei denjenigen, mit denen wir hier reden, Interesse daran, dass sie dem entsprechen und dass auch ihr Image natürlich nicht beschädigt wird. Also Und was für Anbieter sind da zum Beispiel dabei? ja, das sind die großen Plattformen wie TikTok, Meta, Google, Snap. Hm, okay. Und ist durch die Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Ländern, ich weiß nicht, ob das jetzt in Ihren Tätigkeitsbereich fällt, aber ist da auch angestrebt, wie bei ähnlichen anderen EU-Projekten, dass man eine größere Machtstellung hat? Weil es war ja immer wieder in den Nachrichten auch zu lesen, dass es schwierig ist, Meta so hinzubiegen, wie man es haben möchte, TikTok so hinzubiegen, wie man es als Deutschland oder auch als EU gerne hätte. Ja, ich glaube, das wird ein Stück weit jetzt einfach die Zeit zeigen. Also wenn dann der DSA in Kraft ist und da geht es ja eben vor allem darum, für verschiedene Bereiche eine Harmonisierung über die Ländergrenzen hinweg, ja, zu bewirken. Und dann kann man natürlich auch diese dialogischen Ansätze entsprechend mitnehmen, mit transportieren, also im Sinne von Best Practice. Das würden wir natürlich immer mit einbringen, auch unsere Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Ja, sehr schön. Ich bin dann soweit mit meinen Fragen durch. Dann vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit. Es war auf jeden Fall sehr cool, das auch nochmal auf dieser Bundesebene zu betrachten. Und ich werde auch die Sachen, die wir hier beschrieben haben, in die Podcast-Beschreibung nochmal verlinken, damit man sich das durchlesen kann. Und ja, dann danke ich Ihnen nochmal für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Sehr gerne, danke schön.